Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Geh weg, du Kackvogel. Das hättet ihr gerade sehen müssen. Scheiße, ey. Das hättet ihr echt gerade sehen müssen. Hier war mein Lagerfeuer. Ich habe jetzt folgendes Problem. Nein. Ich habe mehrere Probleme, aber das ist ein anderes Problem. Ich habe zwei Stück Fleisch. So, wenn ich braten will oder aufhängen will, nimmt er immer das hier getrocknete. Na? Und dann dachte ich mir, okay, das zweite will ich jetzt braten. Vielleicht geht das manuell. Hau einfach zu, dann geht mein Lagerfeuer kaputt. Oder habe ich noch Gebäudeschaden an? Wo war das nochmal? Zerstörung von Gebäuden erlauben. Aus. Toll, aber Zerstörung von Lagerfeuer geht. Faszinierend. So, jetzt habe ich mir erstmal ein verficktes, Entschuldigung, Lagerfeuer. Ich muss weniger fluchen. Ich muss weniger fluchen. Ah, jetzt hat es funktioniert. Jetzt habe ich nur noch. Das müsste ja auch getrocknet sein, ne? Getrocknet, getrocknet, Wasser. Trinken wir und dann können wir das gleich auffüllen. Und dann nicht so lange schnacken, Kopf in den Nacken. Wer sagt die Sonne? Sonne ist noch nicht auf dem Zenit, okay. Das heißt, wir haben noch viel Zeit. Nein, verdammt. Hab ich zu viel getrunken? Ich habe Fleisch in der Hand. Okay. Und eins war der Speer. Wir haben noch einen zweiten Speer. Können wir den noch vielleicht verbessern? Oder können wir den noch verbessern? Nein, geh doch mal weg. Dü-bi-dü-bi-dü. Mit Zähne vielleicht? Zähne kombinieren? Nein. Vergiftete Waffe. Ja, irgendwelche Beeren. Welche Beeren? Ist nicht. Aloe Vera haben wir noch. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Wo sind denn die Beeren, verdammte Axt? Heidelbeeren bestimmt nicht. Oder habe ich diese giftige Beeren einfach gar nicht? Weil zeigt ja. Achso, nee, ich brauche vier wahrscheinlich. Aufheizender, verbesserter Speer, Alkohol und ein Tuch. Ah, wir haben kein Alkohol mehr. Na gut. Achso, dann frage ich mich auch gerade, welchen Bogen nochmal nehme. Bogen war 3. Kann ich per R sagen? Ja, okay. So. Jetzt wird gekämpft. Essen, trinken haben wir. Das sollte alles kein Problem sein. Pfeile sollten wir auch genug haben, oder? Sieht gut aus, also. Die Kannibalen möchte ich ja am liebsten im Nahkampf platt machen. Dann könnte ich vielleicht den ersten Schuss mit Schleichen machen. Und dann mal gucken, ob es wie bei 7 Days to Die halt auch Schleichschaden gibt. Kann ich die sammeln? Ist der leer? Sind das Bären, die ich brauche zum Vergiften? Eckenkirsche. Wenn ich den jetzt nochmal. Nein, nein. Den nochmal kombinieren. Ja, das sind sie. Das sind sie eindeutig. Sind hier noch mehr von diesen Heckenkirschen? Ausrüsten. Das ist doch wunderbar. Dann können wir unseren schönen Speer jetzt schön vergiften. Und das freut doch die Kannibalen, ne? Kein Symbol dazu gekriegt. Na gut. Aufheizender Speer. Wir haben keinen Alkohol.
Aber ich sehe jetzt nicht, ich hätte jetzt erwartet, dass wir irgendwie sehen, dass wir jetzt den vergiftet haben, dass er irgendwie ein bisschen grüner ist oder die zumindest Schrift so, oh, vergifteter Speer. Aber steht nichts dran. Ah ja, hier war die schöne Wasserstelle. Ey, hier ist auch eigentlich geil zu bauen, oder? Schön flach. Viele Steine. Ah ne. Oh, ich spiele gerade Seven Days to Die, wie gesagt, nee, mit Mathilde zusammen. Aber ohne Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemanden interessieren würde. Das Spiel ist ja schon scheiße alt. Aber die kommt von oben, das ist doof. Ich glaube, die Kannibalen würden von oben runterspringen. So, von dem schönen Wasserfall. Ja, hier, diese Stelle habe ich mir. Das habe ich mir auch sowieso gedacht, diese Stelle hier mit diesen komischen Felsformationen. Das war die andere ja auch vorhin. Gut, runter. Ich überlege gerade, wofür brauche ich nochmal Steine und Stöcke? Die Falle war doch fertig. Die anderen 11 Baumstämme waren für unten definitiv. Entschuldigung, ich musste gerade mein Headset mal ein bisschen wieder aufrichten. Ich glaube, hier waren wir ja safe. Ach ja, dann ruhe ich wieder aus. Wir essen gleich noch mal eine Kleinigkeit, am besten einen Snack oder so. Ja, ich will die volle Ausdauer haben. Und dann mal gucken, ob gleich wieder die Tücher gespawnt sind. So, ja. Wir haben doch hier 14 Snacks. Gönn die mal ein. Nee, aber doch, Tücher sind hier auch wieder gespawnt. Also in Höhlen. Aber nicht so viele wie vorhin. Hä? Hab ich doch schon gehabt. Stifte können wir nicht einsammeln, oder? Wäre cool, könnten wir selber Bilder malen. Nee, die Figur habe ich auch nur einmal. Kluftflasche. Wir noch mal tauchen müssen. Wollen wir mal Tuch mitnehmen. Nee, falsch. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Ich mache mal Licht aus. 1, 2, 3. Es ist so wieder so ein Gott. Ah, fuck you. Wir müssen zurück, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Ah! Ganz scheiße. Aber die haben mich nicht verwundet. Ich habe eindeutig zu beschissen mit dem Speer gekämpft. Mach mal an da. So. Da hab ich nicht. Ah, der hat meine ganze Tarnung weggehauen. Deine Mutter ist ein Hund, du! Kannibale! Toll! Sind die noch da?
Wir zurückgerannt. Zwei sind da. Einer ist hier hinten bestimmt im Gang. Ich suche eine Position, von wo ich die ficken kann, aber die mich nicht. Na, sowas ist immer ganz praktisch. Da geht's noch tiefer. Guck mal an die vorbei. Also wenn es so dunkel ist, ist es nicht geil. Da geht er richtig runter hier. Finger? Was ist das? Ich dachte gerade Pimmel oder Finger? Oh, sind doch Finger, okay. Was der Heinrich immer denkt, ne? Wo ist denn das Doppelmüll? Also, manchmal sieht es aus wie ein Finger, manchmal doch, das ist ein Nagel dran. Okay. Hätte er sein können. Weil den einen, den wir mal ein bisschen getötet haben, der hat ja irgendwie kein Gliedmaß gehabt. Oh. Was ist denn hier los? Nice. Ach ja, wir brauchen kein Geld. Aber na gut. Hauen wir uns das mal rein, ne? Medikamente sind wir wieder voll wahrscheinlich. Trinken, Uhren. Wofür brauchen wir diese... Oh, ich bin voll mit Uhren. Alkohol ist eine Idee. Sind wir hier allein? Ich plündere hier einfach. Mach das da an. Die Uhr können wir nicht aufheben. Ich glaube, ich muss noch mehr Schränke bauen. Ein Buch, SKS. Ist das nicht eine Waffe? Oh, da können wir auch nicht unendlich tragen. Scheiße, geht's wirklich weiter? Wieder hoch seitlich. Ah ja, da, ich muss gerade irgendwie an die Kinder in Thailand denken, die da irgendwie tagelang in der Höhle leben mussten, weil die unterspült wurde zum Teil. Echt krass. Aber hier ist nichts. Aber hier geht's weiter. Einmal Essen haben wir da noch. Trinken. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, warte mal. Trinken wir noch mal einen Schluck. Noch mehr trinken. Taschenlampe gesammelt. Ich meine, wird nicht ohne Grund zu sein, ne? Aber. Ja. Ein Kreuze und. Das sind aber keine Piloten gewesen. Und das Bild kann ich nicht aufsammeln. Na gut. Aber wenn das. Meine Vermutung, dass es ja Missionare waren, ne? Aber wenn das Missionare waren. Ein Katana? Wir haben Schnitzelwerkzeug gekriegt? Ja, geilo! Keule, weg, braucht kein Mensch. Wir benehmen die zwei. Katana!
Aber, hä? Missionare und ein Katana? Also war es vielleicht noch von den Piloten, das Ding? Also Katana, ey, nicht schlecht. Ich möchte mich am liebsten gar nicht mehr mit den Typen da oben messen. Ich will einfach lieber nach Hause. Da liegt... Nee, da liegt noch eins. Ich sehe jetzt überall Katana. Joa. Wie sieht's denn aus? Nee, es ist ein Bogen. Yes. Schnitzel, Schnatzel. Mal kurz vom Wert gucken. Schnellschadenmittel, sage ich mal. Joa. Geschwindigkeit ist beim Speer höher. Kann ich den noch verbessern? Vergiften. Ah, da sieht... Nee, ist was anderes. Egal. So. Ah, doch, da ist jetzt was dran. Katana. Es hat sich hier echt gelohnt, die Höhle. Die ist super. So, ich möchte mich aber wirklich gerade nicht mit diesen anderen Leuten anlegen. Aber vielleicht müssen wir das gleich nochmal. Wenn er mich hier erwischt. Der eine geht hier auf Patrouille. Ducken wir uns noch? Nein. Ich bin gerade ein bisschen gespannt. Also wenn ich jetzt ein bisschen weniger laber als sonst, dann ist es halt nur, dass ich absolut gespannt bin. Können wir... Er? Die Brandpfeile. Zünd... Nein. Scheiße, zu spät. Fuck you. Kann man den anzünden? Wieder ab. Ah! Kommen wir an seine Pfeile ran? Komm her! Lauft doch nicht weg! Wie soll ich euch töten, wenn ihr wegläuft? Laufen tut. Kommt der von hinten jetzt? Boah! Stirb ja! Na komm! Du oder ich, du oder ich, du oder ich! Komm her, komm, 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 komm! Komm her, komm her! Trau dich, trau dich. Okay, er traut sich nicht, ich mich auch nicht. Schnell Medikament reinhauen. Bogen, Bogen, Bogen. Hast du einen Bogen? Schieß mit dem Bogen. Hast du einen Bogen? Schieß mit dem Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Bogenpfeil. Okay. Bogen, Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Ich nehme nochmal Arznei. So, wir verballern das. Wir haben keine Pfeile im... Ah, nein, 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 ich bin nervös. Pfeile, wir brauchen Pfeile. Mit Alkohol und ein bisschen Tuch machen wir uns Brandpfeile.
einer und einer. Alkohol und Buch. So, mein Freund. Gib mir Brandpfeil. Sehe ich gar nicht eigentlich, ne? Scheiße. Ah. Aus. Okay, wir sind ja nicht sicher. Oh! Oh, Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mama mia, Mama mia. Mama mia, Mama mia, Mama mia, let me go. Oh Gott, ich möchte mir das Let's Play nicht angucken davon. Wo renne ich denn jetzt lang? Brenn! Warum verreckst du nicht? Hab doch mal Ehre, Mann, und verrecke! Mama mia, Mama mia. Ey, der verreckt einfach nicht. Er verreckt! So. Da ihr mir jetzt mal eine Rüstung kaputt gehauen habt. Ach, ich hab keinen. Scheiße, habt ihr Glück, ihr kleinen Viecher. Habt ihr Glück? Warte mal. Ich hab irgendwas von ihnen genommen. Eine Trophäe, cool. Lass mal Trophäe, Trophäe sein. Machen wir wieder Licht aus. Krass. Tücher. Armer Kerl, Alter. Oh nein, da geht's noch weiter. Ey, ich esse erstmal was. Hä? Nein. Essen. Wieder Licht an, damit ihr wieder was sieht. Alter Schwein. Was ich jetzt so schade finde, ich habe zu wenig Stöcker und so dabei, um jetzt mir den die Knochen zu holen. Oh, Stöcker. Sind trotzdem Steine. Kommen wir hier raus? Ey, ich habe andere Horrorspiele gespielt. Ich habe mich da nicht so eingepisst. Was macht The Forest anders als die anderen Horrorspiele? Na gut, The Forest ist richtig dunkel. Andere Spiele schaffen das nicht. Also zum Beispiel Witcher, so geil wie es ist. Ne? Oh. So Witcher, so geil wie es ist, aber irgendwie war es nicht richtig dunkel, ne? Ich habe einen Gamma-Wert oder diese Helligkeit da rumgespielt bis zum... Was soll ich mit diesen Dingern hier? Kann ich die kaputt machen? Ja, ich trinke nochmal was. Ich bin voll, ich weiß. Hier geht's ja weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll.
Oh. Sind da einfach wieder Missionare hinter? Ey, bleib mal an. Hä? Gehirne? Was malst du für Bilder, Junge? Ey, ich glaube, ich weiß schon gar nicht, wie ich zurückkomme. Das ist ja nicht... Neuer Eintrag? Sind da ein Weg in die Felswände? Welche Felswände? Was ist das? Scheiße. Wo sind wir? Es ist auf jeden Fall dunkel. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich bin doch ein bisschen glücklich, jetzt draußen zu sein. Aber da ging noch ein anderer Gang lang. Der rechts, da müssen wir mal runter. Auf jeden Fall viele Dosen. Und die Spawner wahrscheinlich auch recht mega. Ich glaube, alles, was in den Höhlen ist. Also in den Höhlen spawnt alles, glaube ich, wieder. Mit den Seilen hatten wir das gesehen. Da war ich ein, zwei Tage nicht da. Sind die Seile schon wieder da gewesen. Quasi. Da hinten ist aber nicht meine Basis, oder? Oh. Ein Baum gefällt? Der Ausgang war gar nicht so weit weg. Ja, also das fand nicht mal erfolgreich. Wir haben Trinken gefunden, Medizin, ein Katana. Wir haben uns mit den Viechern angelegt, recht erfolgreich. Das nimmt mir gerade so ein bisschen die Angst vor denen. Aber auch nur bei den großen Vieh immer Höhenvorteil suchen. Also, na gut, der Stein würde jetzt nicht reichen, aber, ja, Katana. So. Ach komm, das haben wir uns verdient. Es ist mein Freund. Was ich jetzt nur... Was können wir aus den Uhren überhaupt machen? Kombinieren. Eine Bombe? Sprengstoff. Jawohl. Das geht sogar. Was ist das andere? Ah, Band. Ah, wir haben keinen... Ah ja, habe ich für die Brandpfeile benutzt. Wir brauchen echt eine... Muss man eine Höhle suchen, wo wir Alkohol finden. Gibt es bestimmt auch. Eine Alkoholhöhle. Hast du ja wieder was gegessen, oder? Ich finde nur, die Schränke sind immens teuer. Den einen Schrank, den ich da gebaut habe, da wollen die 8 Baumstämme für haben. Ah ja. Guck mal, hier wieder. 8 waren es, glaube ich. Gucken wir. Ich brauche ja noch einen Schrank. Also... Ein mindestens. Damit wir halt, wenn wir in eine Höhle gehen, ja, 8. Der andere 7, kleiner Schrank. Was für ein Gag. Da baue ich ja gleich einen großen. Der hat nämlich eine Auflagefläche, 2. Und der hat 3. Ist ja der Hammer. Das eine ist ein großer Schrank, das andere ist ein kleiner. Falsch rum. Nee. Soll ich hier ran? Scheiße raus. Mach weg. Mach mal nicht. Da bauen wir nicht hin. Warte mal. Ich wollte irgendwie mal ein bisschen hier gemütlich machen. Nein. Ein kleiner Tisch wäre toll.
Singlestuhl. Da gibt es nicht einen kleinen. Beistelltisch. Eine Couch. Aber auch Rehhirschdinger. Oh, Feuerstelle. Ich weiß aber nicht, warum die richtig ist. Da geht's irgendwie nicht. Disco. Disco. Nee, schade, da ist. Oh. Ey, wo ist denn da vorne hinten bei der Feuerstelle bitte? Ah, da wo das Holzstück ist, ne? Das Regal. Mal drehen. Und da würde ich es irgendwo gern hinstellen. So. Dann haben wir hier eine Feuerstelle. Dann kann das da vielleicht weg. Dann haben wir da ein Bettchen. Und dann hätte ich trotzdem gern noch irgendwie... Müssen wir jetzt nicht gleich alles bauen, aber... Hier die Couch. So. Genau, die Feuerstelle ist mein Fernseher. Ah, und dann haben wir noch dann haben wir hier noch, wir können doch hier mal ein Bild hinhängen. Achso, nee, scheiße, ich dachte, da könnte ich ein Bild hinhängen. Habe ich da scheiße, jetzt habe ich ein Hasenfell hingehangen, verdammt. Ach, war das kein, gab es da nicht Bilderrahmen? Stockrahmen. Knochenrahmen. Oder muss ich das Bild jetzt nehmen? Warum haben wir nur das von Timmy? Timmys Zeichnung kann als Dekoration verwendet werden. Habe ich mir schon gedacht. Aber ich möchte nicht dieses komische von Timmy. Was ist denn? Mutantenrüstung. Ii. Na gut, ich mache es selber mit den Mutanten wie mit den Echsen auch. Dann hängen wir das dahin. Mein Ju. Hä? Was? Macht doch keinen Sinn. Kann ich das wieder wegnehmen? Hä? Ich verstehe jetzt gerade den Bilderrahmen nicht. Drüber und drunter. Nimm mal wieder mit. Kann ich die mitnehmen? Hä? Ja, den Kackstein nicht. Kann ich nicht die Bilder wieder einsammeln? Na gut, dann bleiben die da so. Ist nicht so, wie ich dachte eigentlich. Ich dachte, die gehen in die Mitte. Naja. So, schnell Medizin. Eins. Zwei. Eins bleibt da. Schade, die Computerteile können wir nicht aufheben. So. Ja. Eigentlich, ganz erfolgreicher Tag. Ja, ich mache dann hier wieder einen Break. Also, die Folge hat mir echt geil, die hat mir echt gut gefallen. Das erste Mal, dass wir eigentlich nach Timmy gesucht haben, obwohl das nicht so unser Ziel war, habe ich ganz vergessen. Wie gesagt, dass wir einen Jungen haben. Und wir haben die Viecher in der Höhle gekillt. Geil. Jetzt brauche ich aber nur mehr Brandpfeile. Die Brandpfeile sind sehr effektiv. Ich hätte mich bei den Kannibalen vielleicht auch ein bisschen besser anstellen können, indem ich von Anfang an erhöhte Position und dann zack, Brandpfeile. Dann sind sie erstmal mit beschäftigt, sich zu fackeln. Also, oh, ich brenne. Cool. Ja, und die Liste haben wir auch abgearbeitet. 8 von 43 haben wir schon. Gut. Also ich fand, war erfolgreich. Haben da anderen Nachbarn ausgemerzt. Obwohl wir nochmal in die Hülle müssen. Und der Eingang war hier vorne rechts geradeaus und dann irgendwo da unten am Rand. Gut. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, es hat euch gefallen. Also die Folge muss euch gefallen haben. Ich habe geschrien wie ein Mädchen. Ich habe getötet wie ein Mann.
Naja, und hab vergessen, meinen Sohn zu suchen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich brauche ganz viele Abos. Ganz viele bei euch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.